Hallo, das ist Wolf Games, herzlich willkommen zu meinem GBB-Kampf gegen Ele. Ja, der Ele ist da, ja, muss mir noch challengen, aber währenddessen kann kurz rübergehen, dass das Team, ich habe Dracozolt, ich habe Element Sinrays mit Gangshot, geil. Schönes Heißmethod, Oaten Reliable, Krabat, ja, das gute Corviknight. Basilian Taranta, diesmal ohne TF, diesmal mit Scarf, trotzdem schneller. Das reicht, um Whimsy Scott oder Whimsy Cott. Der Typ, ist echt nice sein kann. Wenn er sowas wie Mammoth Mine denkt, Alter, damit gehen wir jetzt richtig durch, wir zerstören die ganze Karriere, dann kommen wir für die Achiberry, Grass und Mammoth down. Ich hoffe, dass das passieren wird, das wäre geil. Warte mal ganz kurz, bis Ele uns jetzt challenge. Ah, ich überlege gerade, okay, wofür habe ich den Bodypress? Ah, dafür habe ich das alles dabei. Interessant. Kann ich mit dem überhaupt Egeslash bieten? Mit Torn, I guess? Ah, ich habe Size mit Torn. Ich habe Tyranitar. Ach, das wird schon. Das wird schon. Das wird schon. Machen wir uns mal keine Sorgen. Liebe Kinder. Ja, nee, ich glaube, Torn des Tourin ist wirklich wichtig, wenn ich mir das angucke. Ich meine, ja, Iggy zu bieten mit Corviknight ist sowieso so ein Ding, glaube ich. Ja, nee, Torn ist da wirklich besser. So, Rocks preventen, Stick with preventen. Vor allem Pukemuku preventen. Ja, nee, das ist auch mehr der Play. Body Press ist der Play, der ist geil. Roost natürlich im Brave Bird auch, ja. Das nehmen wir. Wir nehmen das ganze Team, ich sag gerade, ey, du hast dir ja echt was Gutes bei überlegt und ja. Ich hab Ele, go. So, ein bisschen Druck erzeugen. Ich bin irgendwie mega aufgeregt, was auch gerade, weil ich gerade ist von Arbeit und Gitarrenprobe und dann noch kurz einkaufen. Dann habe ich schnell was zu essen geholt und jetzt bin ich hier und das ist ja auch keine freie Minute und es geht immer noch weiter und danach immer noch ein Kampf. Oh, es ist heute einer dieser Tage, Leute. Ich muss sagen, heute ist einer dieser Tage. Ich glaube. Das kann man schon nachfühlen, wenn man in ähnlichen Situation ist. Ich bin super froh, dass das Wochenende zumindest, dem das Video hochkommt, naja, also gerade das hier aus, nee, das Wochenende, wenn das Video hochkommt, immer recht frei ist. Das heißt, ich kann da entspannen und mich wieder ausruhen, was ich auch brauche. Und morgen ist Freitag, das heißt, nur noch morgen 8 Stunden arbeiten, dann ist erstmal Pause. Ja, brauche ich ja. Aber ist egal, jetzt wird Ele geböllert, jetzt wird Ele weggehauen mit dem guten Team, was wir gebaut haben. Das habe ich tatsächlich letzte Woche hier gebaut. Da habe ich so 3 Team-Millings ineinander gemacht, weil... Wieso nicht, ne? Wieso auch nicht? Ele meint, er muss nur das Tier auswählen. Ich bin mal gespannt. Anscheinend braucht man in Österreich ein bisschen länger dafür, jemanden zu challengen. Das ist okay. Ich bin hier komisch, aber ist okay. Vielleicht braucht er mal ein bisschen was oder so. Ja, hier bin ich eventuell ein bisschen versucht, also Next zu suchen. Ah, und da ist er. Ich will nicht das Team gegen mich, sondern das Team gegen Ele. Los geht's. Und have fun. Okay, er hat Monster, aber er hat nicht diesen Appleton dabei. Der ist auch ein böser Boy. Cinderace sieht richtig, richtig scary aus. Ich muss mich gerade mal reminden, was war das für ein Amigento? Amigento Ferry, okay, good to know. Er hat auch den Hund dabei, Bolton, der ist auch cool. Dementsprechend passt das. Ich finde, dass wir Salzmethod auf jeden Fall keepen müssen. Salzmethod ist auch richtig wichtig. Dürfen wir auf jeden Fall nicht so schnell sacken. Man muss dann kann auch sowas wie Füße haben, müssen wir auf jeden Fall watch outen. Tita sieht richtig nice aus, so Scarstone. Ich kann richtig, richtig scary werden, wenn ein Egeslash mal weg ist. Dementsprechend ist das auch nice. So, nur die Frage natürlich, womit leaden wir hier? Was glaube ich denn, womit er leaden könnte? Ich habe hier auf Whimsicott, ich habe den U-Turn, ne? Ich würde deswegen einfach mit Whimsicott ziehen, kriegen den U-Turn raus, je nachdem, was er macht, kann man das eigentlich recht gut abfangen. Ja, aber es könnte recht fein sein. Machen wir das zu Null auf Mammoth Mine, können wir Grass notten. Ja, ich glaube, das ist fein. Vielleicht möchte auch Rocks legen oder so, dann Grass notten wir einfach. Ja, leaden wir mit Whimsicott. Wie gesagt, ist glaube ich fein zu not. U-Turn auf dem Mon raus, was wir nicht haben wollen, wenn er mit Aegis erschießt. Oder Charizard, das wären so die Worst-Case-Mons, aber das ist eigentlich fein. Ja, nee, das nehmen wir. Ich frage ihn mal Timer, Fragezeichen, weil das muss man ja fragen, das muss man nicht aktivieren. Gern, nice. Timer, erstmal Druck aufbauen, Requested by me, okay, ich baue den Druck gegen ihn. Und alles gut. Weiß auch nicht, was los mit mir ist heute.
Heute ist einfach so ein Tag der Tage, wo man einfach durchgebrannt ist und dann irgendwann auf einem Punkt ist nicht mehr. Aber das ist okay, denn in einem Match von Pokémon, das entspannendste der Welt, wird das wieder. Alles gut. Ich lade mir gerade den Kopf und Kragen, weil ich nicht weiß, was ich da machen will. Ich könnte auch Cinderace leaden. Das wäre auch eine Idee. Und dann, hey, Cinderace oder lead für Bolt und dann, to be honest, kann ich einfach Seismitod gehen. Gegen den Rest habe ich eigentlich ein geiles Matchup, bis auf Mamoswine, maybe. Ja, Mamoswine wird scary. Ja, ich glaube, dann machen wir mit Whimsical oder Sabre. Sivilifairy, okay, interessant. Dann soll ich drin bleiben können mit Cinderace und einfach Pyroborn. Ja, zumindest Cinderace wäre probably a play gewesen. Nee, U-Turn aber erstmal raus. Checking Damage. Whimsic Scott gegen Cinderace. Gegen Cinderace. Ja, Fairy hier. U-Turn hat 3% gemacht, meine ich, haben wir gerade gesehen. 3% flat, das heißt, er ist. Ja, der ist komplett mixed. Boah, das war wirklich die absolute Minro. Obwohl, ja gut, 12, 13, 13. Ja, okay. Okay, aber wir wissen, dass er Max Fistiff ist. Das ist good to know. Das heißt, er ist auch slower als probably einige meiner Mons. Gucken wir mal. Ist er slower als. Jo, der ist slower als Dracozolt. Ey, das ist nice. Das ist nice. Und was ist, wenn er. Was, wenn er genug Speed, sagen wir mal, drin hätte, damit er schneller ist als Dracozolt? Macht erstmal eine Menge Speed, sagen wir mal so viel Speed. Wir lohnen das hier einfach mal um 100, das heißt 150. Können wir denn überhaupt noch? Nee, der kann nicht schneller als Dracozolt sein. Nice. Das ist schon mal good to know, das heißt Dracozolt ist auf jeden Fall schneller als der. Okay, sweet. Das ändert nichts daran, dass wir nicht unbedingt einen geilen Switch-In haben, aber ist okay. Eigentlich ist Cinderace to win, ist der Play, was mir nicht gefällt. Aber na gut, wir haben, das ist halt die Konsequenz aus dem, was wir hier haben. Ja, wir gehen mal Cinderace. Hätten wir damit leaden sollen, aber ist fein. Parting Shot sowieso. Ist okay. Ja, Typ Round ist nicht, viel kann nicht passieren. Außer, dass wir ein bisschen gescoutet haben. Und wissen, dass Dracozolt schneller ist durch die einen U-Turn, wissen wir, dass Dracozolt schneller ist. Ne, durch den Damage. Es ist auch eine tolle Feststellung, oder? Ja, ich nehme das. Können wir auch auf ein paar Shots haben und sowas dann. Also wir haben auf jeden Fall schon mal eine valuable information. Ich würde mal gucken. Ich würde an seiner Stelle. Was würde ich an seiner Stelle machen? Er kann in Umbreon gehen, Charizard, Mamoswine theoretisch und Bolton kann er auch. Er hat da eigentlich gute Möglichkeiten. Das Einzige, was ich mich empfehlen würde, wäre Aegislash. Aber das ist, glaube ich, obvious. Außer der ist die Weakness Policy, möchte den Pyroball. Ich meine, dann maybe sogar. Um Cinderace loszuwerden, ach, das ist so ein Non-Play, ne? Ja, Umbreon kommt rein. Das ist, denke ich mal, auch das Fairste. U-Turn einfach mal, kann scouten, was das für ein Umbreon ist. Umbreon, nicht minus 1 vergessen. Nicht minus 2. Das vergessen wir, sonst kommen wieder komische Sachen. Ja, das ist probably Max Fistiff. Okay, warte, ich mache einfach mal ein Teambilder auf. Damit ich sowas nicht vergesse gleich. Haben wir immer Max Fistiff und die zocken immer Max Fistiff, alles gegen mich. Und Silvally Fairy ist auch Max Fistiff. Das ist das, was wir hier wissen, was wir durch den ersten zwei Turns gelernt haben. Was Gutes, ne? Eine Frage ist, was gehen wir? Wir können einfach ein Krabat gehen, oder was will der machen? Ja, wirklich, was will der machen? Wir verlieren nichts. Ja, nee, gehen wir Korn halt. Das ist super fein. Ja, der Beton Pass. Ist okay, wir haben 20%. Krabat ist drin, der kriegt. Ich meine, da kriege ich jetzt halt Charizard rein, ne? Aber, oder Bolton. Ah, das ist okay. Die Frage ist halt nur, was machen wir? Wir haben Dracozolt, aber sollten nicht so direkt da, glaube ich, reinwechseln. Sonst, was wechseln wir rein? Also, ja. Wir wissen mal, dass wir Beton Pass hat. Und solange der hier noch ist, können wir auch mal. Oh, ich habe anscheinend mehrere Schulungen offen. Hier habe ich auch Flygon, habe ich diesmal offen. Weil, natürlich, ich habe mich über Flygon unterhalten, dann mache ich Smogon-Decks auf und gucke so, oh, Flygon-Sets, geil, Smogon-Sets. Ich habe eventuell sehr viel Zeit meines Lebens damit verbracht, als ich jünger war, Smogon-Sets mir anzugucken auf Smogon im Smogon-Decks. Weil, keine Ahnung, irgendwie muss man das alles wissen. Aber wir kriegen gerade mehr Info als er bei uns, das ist doch gut, ne? Und er ist ein Shiny Umbreon, der hat bestimmt lange dafür züchten müssen, auf Showdown. Ja. Pokémon Home Kompatibilität mit Showdown. Wer sagt's? Das wäre doch Mamoswine. Moment. Warte mal.
Warte mal. Warte mal. Was hat er vor? Hä? Body Press tutet. Okay, Icicle Courage critted. Body Press kommt aber. Na gut, der Crit war jetzt unfortunate. Warte mal, das, was ist das für ein. Ist ein Metronome oder sowas? Wait, der ist banded. Der ist vollkommen banded. Aber. Ja. Der ist jolly banned. Okay. Crit kann uns nicht killen. Darf uns nicht flinchen. 1% wow. Klar. Klar, klar. Crit und dann flinch. So lieben wir sie. So lieben wir sie. Wir gangshotten jetzt einfach. Selbst wenn der. Das Ding ist halt, selbst wenn der jetzt drin bleibt. Wir kriegen halt auf ihm dann Blaze Range. Das ist eigentlich auch recht fein. Ja, ein Pyro möchte nichts rein, unsere Charizard, ja, wir drücken das Gangshot. Ja, dieser Crit und Flinch, das war jetzt schon wieder Bullshit. Das war jetzt schon mal wieder kompletter Blödsinn. Ja, ich meine, immerhin ist der geweakened, ne, aber das war jetzt schon wieder, das war mal wieder was, genau. Charizard kommt rein, Gangshot kommt, bam, über 54%, nächster Gangshot killt. So, zack, Momentum back sind wir, Baby. Gang schon einfach nochmal scheiß drauf. Er hat doch bei den Eagles, vielleicht geht's immer mal ehrlich. Ja, auf Wiedersehen, Charizard. So, bam, los geht's. Eier auf den Tisch gelegt, Charizard ist down. So wird's gemacht, meine Damen und Herren. Und Charizard down ist gut, der war scary. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich Ambion, wie viel macht Vogel? Leider zu viel. Ich meine, ich kann trotzdem U-Turn. Ich könnte Corviknight wechseln. Bei Covenant ist probably schneller. Wenn ich gegen den Moose gegangen würde, wäre das nice. U-Turn einfach mal, okay. So, macht eine Menge Schaden. Critten den. Was nice ist. Wenn wir. Das Ding ist halt, wenn der V plättet, dann kriegt der Helm mit Damage und dann ist er in Range von allem. Dementsprechend bege ich jetzt einen Covenant, weil entweder das oder ich kriege einen Loose. Natürlich ein Loose. Okay, V-Plätt. Ist aber fein, weil wir haben den Helm mit. Das ist sweet. Weil der ist jetzt down. Also fast down. Das heißt, tatsächlich können wir bald sogar, na gut, nicht wirklich viel drücken, aber wir können was drücken. Wir können Moves drücken, Attacken in unserem Team. Das Corviknight weg ist das doof, aber sind wir mal ehrlich, 1% ist so, keine Ahnung, was wir da wollen sollen. Aber, yo, guckt euch mal an, was ein Pyroball-Switchen ist. Er hat gar keinen. Deswegen drücken wir jetzt aber Pyroball. Ja, ist fein, drücken wir jetzt Pyroball. Er hat nichts, was reinkommen möchte. Deswegen killen wir jetzt einfach was mit Cinderace. Cinderace kriegt jetzt einfach den zweiten. Deswegen der Play war fein, glaube ich, der da jetzt auf V-Plan Covenant zu gehen, aber wegen dem Helmet Damage. Und er muss jetzt halt picken. Ah, die 4 Sterne, die bringt es zurück. Wir wissen, ja, auf Wiedersehen. Das ist das Sweet. Einer seiner Bulkin Mons ist weg. Er muss eigentlich einen Bolton wechseln. Er könnte mal einen Teamplayer gehen. Das ist komplett fein. Drückt Crunch, das macht gar nichts. Holy shit. Boah. Das ist weak. Thomas, wir können das Toxic North Severely Ferry. Ja, das ist gut. Ja, der Toxic ist nice. Chip Damage auf dem immer gut zu kriegen, weil der Turm ist auch richtig scary ist. Aber jetzt halt nicht mehr, weil er halt. Also, immer, der ist immer noch scary, aber der ist halt nicht mehr so scary, weil er halt jetzt zumindest getoxic ist. Und immer Chip Damage nimmt. Apropos Chip Damage, ich finde Titas HP nicht so wichtig. Und Sand plus so ist nice. Drück Multi Attack ist fein, weil wir tanken das. Sand Damage kommt, plus das kommt. Ich überlege mir gerade, was mein Play hier ist. Ich muss Tita sack der Play, weil Tyrannus, ich finde nicht, dass Tita irgendwas macht für Stone Gen einfach. Damage auf dem drauf ist nice, wenn er jetzt mal attackt. Ja. Der died jetzt halt, was halt gut ist. Geht jetzt halt den, plus das. Genau, der died jetzt durch alles. Und Tita fand ich jetzt nicht wirklich nützlich. Na gut. Sage ich so, aber er hat immer noch ein Ege-Slash hinten, ne? Also das darf ich eventuell nicht underestimaten. Wenn ich jetzt Whimsicott gehe, dann geht er auf jeden Fall in Ege-Slash und kriegt einen SD, wenn er wirklich SD ist. Das darf ich auf jeden Fall nicht erlauben. Hustle ist hier ein Problem. Eigentlich ist Cinderace der Play. Und dann Pyroball hitten. Ah, das ist nicht so nice. Aber Cinderace prevented auch Ege-Slash. Was ziemlich gut ist eigentlich. Ich meine, ich habe auch immer noch Onko auf Whimsicott, das heißt, es ist eigentlich nicht so schlimm, wenn er jetzt sich versucht zu setup.
Ja, ich habe aber keinen. Ich meine, keinen Moonblast, ne? Aber dann ist ein bisschen das Problem. Ja, ich muss Cinderace gehen. Und Cinderace den nächsten Kill zu geben, ist auch gar nicht mal so bad. Entsprechend, ja, nee, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Das ist komplett fine, ja. Silvery Fairy geht down. Cinderace mit dem dritten Kill. Das ist eigentlich recht nice, weil to be honest, Ego Slash und Mamoswine killen wir halt mit Cinderace. Und das ist schon mal richtig, richtig gut. Ich denke ja auch so, dass er mit Eyeshard gewinnt. Geht jetzt halt Ege Slash, drücken mal Shadow Sneak, damit halt danach der Eyeshard killt. Aber wir haben halt immer noch Whimsicott mit Grass und der Barry. Das sollte eigentlich alles passen. Wir gehen ins Heißen mit auf. Wir haben auf jeden Fall keinen anderen Grund, irgendwas zu machen. Ja, Memos von Dublin war fein. Das Ding ist halt, das ist auf jeden Fall sein Play, weil. Pyro Ball, bam! Einfach easy win, aber der ist auf jeden Fall hier sein Play, da rein zu switchen. Ich überlege gerade, was hier jetzt mein Play ist. Ist halt gebandet. Wenn sich jetzt was anderes lockt, außer Aisha, kann ich jetzt Cinderace gehen und claim ihn in den Kill. Weil ich dann einfach wieder Pyro bauen kann. Deswegen überlege ich einfach sowas zu sacken. Und das wäre, ja, das wäre Dracozolt. Dracozolt brauchen wir nicht mehr. Der Rest ist zu wichtig. Genau, Cinderace kommt, Pyro Ball kommt. Ja, nee, das ist komplett fair. Das ist komplett fein. Er muss jetzt halt was abwerfen, was halt für ihn ein großes Problem ist, weil eigentlich möchte er nichts abwerfen. Bolton ist übrigens das einzige Mon. Selbst wenn er Bolton geht, dann muss er halt. Ja, Bolton ist das einzige Mon. Ja, aber der died halt. Und jetzt was macht er jetzt? Das ist für ihn jetzt halt schwierig. Auf Aegislash attack ich auf jeden Fall mit Pyro Ball. Und dann gewinne ich halt mit Whimsicott oder halt Zeichnet oder Line gegen Aegislash. Ja, das sollte eigentlich, solange ich den Pyro Ball natürlich treffe, den nächsten, gewonnen sein. Und Cinderace mit dem vierten Kill. Der ist richtig, richtig gut, der Junge. Aber ich glaube, wer hätte Mamoswine ja nicht gecrittet und geflincht, wäre es tatsächlich noch viel eindeutiger gerade. Ich musste allein wegen dem Mamoswine-Play da halt einiges abwerfen. Weil ich halt Covenant verloren, der wäre halt nochmal so ein Amulon reinkommen, hätte halt taunten können und sowas und dann einfach wieder hochroosten. Wäre Mamoswine jetzt gar kein Problem gewesen, wo ich das gegen hätte sacken müssen. Aber ich meine, er geht für seine Odds, ne? Da kann man ihm auf jeden Fall nichts vorhalten. Ja, sein einziger Play ist halt jetzt auf den Dodge zu gehen, ne? Mit einem der Mons. Selbst wenn, ich habe immer noch Whimsicott plus Seismitod und die können beide zusammen die Mons bieten. Dann ist aber, wenn er richtig doubelt, dann kann er das Game gewinnen. Kommen wir aber drauf an. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir hitten. So, gehen wir einfach mal davon aus. Wieso nicht? Das wäre doch schön, ne? Ach, gutes Cinderace. Gut, geht Ege Slash, ja, bei Parabon auf jeden Fall. Haben eh nichts anderes vor. Ja, Parabon kommt, der died. Nice. Cinderace mit dem fünften Kill. Alter, kriegt Cinderace jetzt den sechsten Kill gegen Mamoswine? Trifft Cinderace, ja oder nein? Komm, Cinderace, Cinderace. Komm, claim deinen sechsten Kill. Claim deinen sechsten Kill, Junge. Alter, warum ist Cinderace so gut? Das ist so crazy. Warum ist Cinderace so gut? Ich liebe den Jungen. Ja, da braucht Ele nicht überlegen. Er hat nur noch einen Play. Das ist Mamoswine. Ja, jetzt nochmal Pyroball. Cinderace, claimst du den sechsten? Ja oder nein? Ja oder nein? Cinderace, komm schon, mein Junge. Hol dir den sechsten. Ja, Cinderace claimt den sechsten. Cinderace, richtiger Ehrenmann. GG. Cinderace. MVP. Warum ist Cinderace so ein gigantischer Ehrmann? Wirklich, der carried jedes einzelne Game. Der ist einfach, es ist einfach so ein gutes Pokémon. Es ist unglaublich. Stell dir vor, der wäre jetzt hier noch banned gewesen. Da wäre noch viel schlimmer gewesen. Ah, ist einfach, wir lieben Cinderace, Leute. Wir lieben Cinderace. Der ist einfach, er ist einfach Gott. Vor allem ist ein A-Pick. Das ist noch nicht mal der S-Pick, ne? Tyranitar ist ein S-Pick. Kramos und Espeak, was haben die gemacht? Die sind gedeiht. Cinderace, ganzes Team auf dem Back, alles einfach weggehauen. Cinderace, einfach, ja. Muah. Cinderace ist super. Das war der Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 6 Kills für Cinderace. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.